Ja, wir wollen uns jetzt nur mal kurz noch mit ein paar Entwaffnungsmöglichkeiten beschäftigen gegen die zwei Hauptangriffe, Schlag Nummer 1 und Schlag Nummer 2. Selbstverständlich, wenn ich einen Schlag Nummer 1 bekomme, kann ich öffnen und attackieren. Und wenn ich einen Schlag 2 bekomme, natürlich öffnen, attackieren. Es bietet sich aber auch an, Entwaffnungen vorzunehmen. Wir zeigen mal euch. Das ist Schlag Nummer 1. Eine ganz einfache Art und Weise ist, eine solche Entwaffnung vorzunehmen. Noch einmal bitte. Eins, bam, zwei. Ja, also am langen Ende und hier über den Stock entsprechend hebeln. Ich kann aber auch an der kurzen Seite hebeln, dass ich also hier reingehe und über die kurze Seite hebele und dann in meine Schläge einsteige. Ja, also über die kurze Seite hebele. Schläge und Stiche folgen lassen. Natürlich kann ich auch hier ein bisschen runtergehen und eine solche Entwaffnung machen. Ja, schauen wir nochmal. Ich gehe also hier schon ein bisschen runter, um dann hier den Stock unten drunter winden zu können. Ja, da. Und zu attackieren. Und ein letztes Mal. Ja, das hier zu geben. Das sind Möglichkeiten, wie ich bei Schlag Nummer 1, ja, natürlich kann ich auch brachial, ja, meinen Stock gegen seinen Stock, gegen sein Handgelenk schlagen, um dadurch eine Entwaffnung zu bewirken. Andere Entwaffnungen gibt es bei Schlag Nummer 2. Schlag Nummer 2 haben wir wirklich verschiedenste Möglichkeiten. Wir fangen mal mit einer ganz einfachen an. Die lange Seite über meinen Stock gehebelt. Lange Seite über den Stock gehebelt und dann in Kettenstockschläge reingegangen. Ich kann allerdings auch, wenn hier wirklich Platz ist, sein kurzes Ende nehmen und habe dann den entwaffneten Stock in der reversen Position. Ja. Nochmal zeigen. Ja, einfach nur aus der Position heraus über das kurze Ende, über das Handgelenk gedreht. Es gibt weitere Möglichkeiten, dass ich jetzt hin und her eintauche und mit der langen Seite nach oben den Stock entwaffne. Noch einmal. Hopp. Lange Seite und attackieren. Ich kann aber auch die kurze Seite nehmen, nicht die lange, sondern die kurze Seite und nun hier attackieren. Und noch einmal, ich könnte auch hier jetzt runtergehen mit einem solchen Prinzip. Ja? Er hat zwar noch nicht losgelassen, aber ich glaube, die Position ist schon ungünstig für ihn. Also entweder zurückziehen, attackieren oder eben hier reingehen. Im Prinzip ist das was wie ein Handdrehhebel. Ich kann allerdings auch bei einem Schlag Nummer 2 solche Bewegungen machen. Im Prinzip mit meinem Handgelenk seinen Stock nicht gewinnen, aber zumindest ihn dadurch entwaffnen. Gut. Ich kann selbstverständlich auch meinen Stock nehmen und ihn hier über das Handgelenk entwaffnen. Ja, noch einmal. Ja, hier über das Handgelenk entwaffnen. Ich kann aber auch, natürlich muss ich ihn hier vorher ein bisschen ablenken, die gleiche Technik etwas höher, nämlich an seinem Ellenbogengelenk vollziehen. Ja, reingehen. Und das ist im Prinzip ein Armstreckhebel. Ja. Und ich kann noch eine Entwaffnung vornehmen, wo ich also hier wiederum mit der Hand ihn hier so blockiere, dass er mit dem Stock nichts mehr machen kann. Ich könnte auf den Arm gehen, natürlich kann ich hier attackieren, ich könnte Folgetechniken machen,
nämlich ein Kompressionshebel. Ja, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Nur noch mal den Einstieg gezeigt, dass ich also von hier runtergehe. Ob der jetzt fällt oder nicht, ist erstmal egal. Ich kann attackieren oder eben zu einem Folgehebel ansetzen. Ich muss immer aufpassen auf diese Schlaghand. Deshalb muss er Schmerzen bekommen oder Schläge, damit er mich nicht attackiert. Ein letzter Angriff mal auf einen E-Schlag bzw. einen Schlag Nummer 3, ja, den ich mit einem Bonkwan oder mit einem Reverse-Block aufnehme. Auch hier kann ich wieder schöne Entwaffnungstechniken machen. Das sollen nur Beispiele gewesen sein. Es gibt unzählige Entwaffnungstechniken. Ich bin eher der Auffassung, lieber 3 und 4 gute als 25, die mir zu kompliziert sind, die ich im Ernstfall nicht abrufen kann. Das sollen Beispiele gewesen sein, die der Simon und ich euch heute gezeigt haben. Wenn ihr genauer wissen wollt, wie es funktioniert, schaut euch das Video nochmal an, verlangsamt die Geschwindigkeit und dann seht ihr auch, wie es funktioniert. Danke und Gruß!